Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute gibt es einen Vlog mit ganz vielen Tipps, wie ihr den Winter besser genießen könnt. Weil ich bin eher so ein Frühjahrs-Sommermensch. Den Herbst mag ich eigentlich auch noch ganz gerne. Und Frühjahr war so Winter für mich immer. Es ist tagelang, teilweise wochenlang grau. Es regnet. Und ich war immer so deprimiert. Aber ich habe gelernt, es ist alles eine Sache des Fokuses und des Mindsets. Und deswegen teile ich heute mit euch 10 Tipps, wie ihr den Winter mehr genießen könnt. Ich dachte, es wäre eine schöne Idee, die Tipps in einen Vlog zu verpacken. Das heißt, ich nehme euch die nächsten Tage mit in meine winterliche Routine und zeige euch, was mir im Winter gut tut. Weil sich das auch immer so viele gewünscht haben. Super viele haben mir immer geschrieben, Sheila, dreh bitte mal mehr Vlogs. Und das verbinden wir heute. Das Erste, was mir in dieser kalten Jahreszeit gut tut, winterliche, wärmende Speisen zu mir zu nehmen, gerade auch morgens. Morgens esse ich am liebsten im Winter warm. Dann merke ich, dann habe ich schon etwas Wärmendes in meinem Bauch. Das tut mir gut, das gibt mir Kraft für den Tag. Und es gibt auch so leckere Geschmäcker. Und deswegen nehme ich euch jetzt mal mit in meine Küche und wir bereiten gemeinsam das Frühstück vor. Als allererstes liebe ich es, mir im Winter ein warmes Getränk morgens zuzubereiten. Hier habe ich schon alles stehen, was ihr braucht. Ein Glas oder eine Tasse. Dann habe ich schon mal Orangensaft frisch ausgepresst. Zitronensaft habe ich auch noch ausgepresst. Dann habe ich 2 Scheiben Orangen, eine Scheibe Zitrone und ein Stück bzw. 2 Stückchen von einer Zimtstange und ein bisschen Honig. Und das bereiten wir jetzt zu. Ich glaube, was insbesondere im Winter auch noch mal wichtig ist, also generell natürlich im ganzen Jahr, aber insbesondere auch in der kalten Jahreszeit, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen und zu lieben. Wenn ihr euch also morgens einen warmen Tee zubereitet, genießt das. Schließt die Augen, trinkt das und spürt richtig, wie die Wärme in euren Körper kommt, wie gut euch das tut. Und einen kleinen Tipp an alle Mamas da draußen, damit ich das überhaupt zeitlich hinbekomme, weil ich habe hier ja auch so einen kleinen Wirbelwind durch die Wohnung flitzen. Ich mache das immer so, ich power den vorher ein bisschen aus, also der krabbelt schon. Und dann setze ich Kian in eine Wippe, gebe ihm was zum Spielen. Das hat auch ein bisschen länger gedauert, bis ich herausgefunden habe, was ihn wirklich interessiert. Und dann ist er auch schon mal eine halbe Stunde beschäftigt. Und in der Zeit habe ich Zeit für sowas hier. Als nächstes bereiten wir unser wärmendes Frühstück zu. Übrigens ist mit dem wärmend und sättigend, das gilt für alle Mahlzeiten. Ob ihr das jetzt ins Frühstück integriert oder auch gerne Suppen esst. Also ich esse zum Beispiel im Winter auch super, super gerne Suppen. Aber wir machen jetzt gemeinsam ein Frühstück. Und zwar braucht ihr dafür Haferflocken, Gojibeeren, Granatapfel. Davor habe ich immer ein bisschen Angst, weil ich ganz genau weiß, was passiert, wenn ich die schneide. Danach ist immer alles wie ein Schlachtfeld. Walnüsse habe ich noch dazu, Himbeeren, gefrorene Mango, Chiasamen, Vanillepulver, Zimt. Dann habe ich einen Nussmus und Hafermilch und Banane, ein paar Stückchen Banane und ein paar Stückchen Äpfel. Die brate ich in der Pfanne an. Jetzt habe ich mich auch mal ein bisschen geschminkt und das kann ich euch auch als so kleinen Tipp am Rande mit auf den Weg geben. Wenn man sich sowieso schon nicht so gut fühlt, wenn es draußen tagelang grau ist, macht euch zu Hause auch zurecht. Ich habe das jetzt auch gemacht, ein bisschen Make-up aufgelegt, ein bisschen Lippenstift und schon fühlt man sich ganz anders. Das wollte ich euch aber jetzt eigentlich gar nicht sagen. Was ich euch eigentlich als Winter-Wohlfühltipp mit auf den Weg geben wollte, besorgt euch richtig schöne, bequeme Kleidung.
für innen und auch für außen etwas, in dem ihr euch wohlfühlt. Der Partner unseres heutigen Videos ist nämlich auch Amazon Essentials und die stellen Kleidung her. Richtig schöne, kuschelige Kleidung. Unter anderem habe ich da auch das Oberteil her und den Jogger. Die haben aber auch Jacken, sehr, sehr bequeme und sich gut anfühlende Schlafanzüge. Den hatte ich auch vorhin an. Den habt ihr gerade auch schon am Anfang des Videos gesehen. Das war dieser weiße Schlafanzug, den ich anhatte. Und wenn ihr den in den Händen haltet, der fühlt sich richtig gut und qualitativ hochwertig an. Deswegen habe ich den auch in zwei verschiedenen Farben, einmal in weiß und einmal in blau. Ich blende euch hier auf der Seite übrigens mal meine Outfits ein, die ich bei Amazon Essentials bestellt habe. Ich blende euch hier auch mal die Store-Seite ein und wie ihr seht, hier findet jeder etwas. Hier gibt es was für die Damen, für die Herren, für Kinder, für Babys, für die ganze Familie. Und wenn ihr zum Beispiel auf das Feld Damen geht, dann seht ihr auch hier, es gibt eine riesen Auswahl. Es gibt unterschiedliche Oberteile, T-Shirts, Nachtwäsche. Da habe ich zum Beispiel auch meine zwei Schlafanzüge her. Die verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Ich zeige euch jetzt mal, was ich in den letzten Tagen gemacht habe, damit auch diese Jahreszeit schön und gemütlich wird. Und zwar arbeite ich im Winter immer ganz viel mit unterschiedlichen Lichtern, mit Kerzen. Dazu habe ich auch mal ein separates Video aufgenommen. Ich glaube, das müsste letztes oder vorletztes Jahr gewesen sein. Wie schafft man es, sich ein gemütliches Zuhause zu gestalten? Aber ich zeige euch jetzt mal, wie ich das dieses Jahr gemacht habe. Als allererstes habe ich dieses Jahr zum allerersten Mal einen künstlichen Tannenbaum geholt. Und das hat mich sehr viel Überwindung gekostet, weil ich so dachte, wird er vielleicht nach Plastik stinken? Wie baue ich ihn auf? Wird man das sehen? Und ich bin absolut begeistert, weil der kann nämlich jetzt auch ein bisschen länger stehen bleiben. Weil ich hatte immer das Problem, wir haben Fußbodenheizung, nach einer Woche haben die genadelt. Und ich hätte den gerne so bis Ende Januar stehen gehabt. Das ist dieses Jahr gar kein Problem. Dazu habe ich Lichterketten integriert, was ich immer super, super schön finde, weil das so ein warmes Gefühl gibt. Wenn ich abends nach Hause komme, ich habe auch Lichter auf der Terrasse. Ich filme euch gleich auch mal ab. Also man fährt schon auf das Haus zu und man sieht die Wohnung und man sieht es leuchten. Ich arbeite um diese Jahreszeit zum Beispiel auch sehr gerne mit Erdtönen. Ich mag ja sowieso gerne sowas wie beige, braun, aber insbesondere jetzt auch noch mal alles in diesen warmen Erdtönen, plus Kerzen, plus unterschiedliche Lichter und man kommt schon nach Hause und fühlt sich direkt wohler. Und das ist auch immer so ein Punkt, da war ich letztes Jahr auch traurig, als der Winter vorbei war, dass diese Gemütlichkeit so ein bisschen weggegangen ist. Und das ist auch so eine Sache, die liebe ich am Winter. Jetzt hatte ich die Kamera für heute schon ausgeschaltet und dann ist mir noch eingefallen beim Thema Gemütlichkeit, wollte ich euch auch noch mit als kleinen Tipp für die Winterzeit auf jeden Fall geben. Nutzt die Zeit, um Ordnung und Struktur in euer Zuhause zu bringen. Ich mache das eigentlich jedes Jahr, gerade auch im Januar, der kommt ja jetzt bald. Ich sortiere alles aus, ich strukturiere alles neu. Es wird eine richtige Grundreinigung gemacht, geputzt, gesaugt, einfach alles. Nutzt die Zeit und ihr könnt nicht glauben, ihr fühlt euch danach so befreit. Dafür habe ich auch mal eine Ausmist-Challenge für euch aufgenommen und andere Reinigungsvideos, die verlinke ich euch auch wieder unten in der Infobox. Die sind jetzt für Januar und Dezember perfekt. Es ist ein neuer Tag und immer noch mega grau da draußen. Deswegen eigentlich auch das perfekte Wetter für dieses Video und einer der Gründe, warum ich jetzt auch zum Sport gehe, weil ich weiß, danach fühle ich mich besser. Es ist gerade jetzt in dieser Jahreszeit manchmal nicht so einfach, sich aufzuraffen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt zum Sport, aber ich mache das jetzt. Weil ich ganz genau weiß, danach fühle ich mich viel besser, motivierter. Und die Endorphine, die tun einem einfach so gut, die ausgeschüttet werden. Deswegen kann ich euch raten, wenn ihr euch irgendwie schlapp fühlt, außer wenn ihr natürlich das Gefühl habt, krank zu werden, dann auf gar keinen Fall Sport treiben. Aber ansonsten, wenn es diese Winterschlappheit ist, rafft euch auf. Entweder für ein Homeworkout oder geht ins Fitnessstudio oder zum Yoga. Also irgendwas, was so in Richtung Bewegung geht, wo ihr mal so richtig gefordert werdet. Ihr werdet euch danach besser fühlen. Und integriert das als Routine in euren Ablauf ein. Ich ziehe mir jetzt mal meine Sportschuhe an und dann nehme ich euch ganz kurz mit zum Sport. Bis gleich.
So, ihr Lieben, Sportsession beendet. Die Haare leiden auch immer darunter und es schneit draußen. Wobei es ist eher so ein Schneeregen. Und ich mache jetzt etwas, das mache ich im Winter auch immer oder insgesamt in der kalten Jahreszeit. Und zwar Self-Care-Time. Priorisiert die, priorisiert euch, nehmt euch Zeit. Genießt es. Ist egal, ob das Abschminken ist, eure Hautpflegeroutine, baden gehen, was auch immer. Genießt es, es ist eure Zeit und gerade wenn es draußen so richtig isselig ist, macht das noch mal ein bisschen mehr Spaß als im Sommer. Und hier sind wir im Badezimmer und ich werde mich jetzt ganz entspannt um meine Hautpflegeroutine kümmern. Das ist übrigens auch so ein Punkt. Self-Care ist ja nicht nur Hautpflege, sondern beinhaltet so viel, auch ganz viele Mindset-Themen. Deswegen versucht in der kalten Jahreszeit Self-Care zu priorisieren. Es ist egal, ob ihr abends auch Abschminkroutine habt und das einfach als Zeit für euch seht. Gar nicht so als Pflichtprogramm, sondern das macht ihr für euch. Baden gehen oder ein schönes Buch lesen. Gerade das ist das, was unser Körper in dieser Jahreszeit braucht. Viel Zeit für sich, um sich zu entspannen, um wieder zu sich zu kommen. Aber ich rede jetzt auch gar nicht so viel, sondern fange direkt mal an mit meiner Hautpflegeroutine. Wundert euch übrigens nicht, wenn ihr Kian im Hintergrund hört. Meine Mama ist heute Morgen gekommen und bleibt für 2-3 Tage. Genau, da. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Er ist auf jeden Fall am Start. Ich wollte euch noch einen kleinen anderen Tipp geben, was mich auch immer wieder dabei unterstützt, mich auf die Winterzeit zu freuen. Und zwar Hautbehandlungen, die man im Sommer und im Frühjahr in der Regel nicht macht. Was ich damit meine, ist zum Beispiel Lasern. Ich gehe jetzt nächste Woche zum Lasern. Bei mir wird einmal hier diese Partie gelasert, weil ich hier immer noch so ein paar Pigmentflecken habe. Zum Hals runter, das Dekolleté und eventuell machen wir sogar die Hände auch noch. Präventionsmäßig, was das Thema Hautalterung angeht. Microneedling mache ich vorzugsweise auch immer nur in der kalten Jahreszeit, weil ich halt eine Haut habe, die sehr anfällig für Pigmentflecken ist. Und ich wollte dieses Jahr unbedingt mal eine Cosmelan-Behandlung ausprobieren. Das ist auch so ein Programm, was zum einen präventiv für Anti-Aging gut ist, allerdings auch, wenn man halt Pigmentflecken hat. Das sind alles so Sachen, die würde ich jetzt im Sommer und im Frühjahr nicht unbedingt machen. Und da freue ich mich dann immer drauf, wenn ich weiß, okay, es wird kälter, mehr Wolken am Himmel, weniger UV-Strahlung. Und da freue ich mich dann immer drauf. Und was ich dieses Jahr auch wieder meine Hautpflege integrieren kann, das konnte ich ja letztes Jahr nicht, weil ich schwanger war, Retinol. Das ist auch so eine Sache, benutze ich auch immer nur im Winter. Und da weiß ich, dass meine Haut so richtig schön glowig wird und ich ihr einfach was Gutes tun kann. Willkommen zu einem neuen, noch graueren Tag. Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht mehr hell wird. Ja, heute Morgen war auf jeden Fall alles schon ein bisschen stressig. Ich habe schon ein bisschen gearbeitet, ganz viele Telefonate geführt. Und jetzt ist noch mal Zeit für ein paar Wintererholungsideen. Und zwar kann ich euch empfehlen, das mache ich heute Abend auch nochmal, mich hinsetzen und zu schauen, was gibt es, worauf ich mich freue. Urlaub planen, Wochenendtrips, kleine Ausflüge, Treffen mit Freundinnen, also etwas rauszusuchen, bei dem man weiß, okay, daran habe ich Spaß. Weil gerade in so Zeiten, auch unabhängig vom Wetter, wenn es uns nicht so gut geht, tut es unserer Seele und unserem Herzen sehr, 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 sehr gut, wenn wir uns mit Dingen in unserem Kopf beschäftigen, auf die wir uns freuen können. Deswegen, wenn du gerade ein Wintertief hast, setz dich mal hin, schau mal nach Urlaubszielen, die dir richtig gut gefallen, vielleicht irgendwas im Süden. Man muss die auch nicht buchen. Oft reicht es schon, wenn man sich einfach diese Seiten anguckt, sich vielleicht auch ein Vision Board erstellt. Dazu gibt es ja auch ein Video auf meinem Kanal. Und sich in Erinnerung ruft, was macht mir Spaß? Wo möchte ich nächstes Jahr hin oder in den nächsten Monaten? Und das einfach schon mal plant. Und bei meiner nächsten Methode bin ich mir jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht so sicher, ob ich euch das vorhin schon mal gesagt habe, mehr mit den Jahreszeiten gehen. Also ich bin eine Person, wenn das Frühjahr kommt, weiß ich, okay, ich bin voller Energie, ich habe Lust, Sachen zu unternehmen, rauszugehen. Im Sommer, wobei dieses Jahr war es schon sehr, 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 sehr warm, aber bin ich eigentlich in der Regel auch eine Person, die sehr aktiv ist. Im Herbst fängt das dann so langsam an,
dass ich mit der Natur noch mehr gehe und sage, okay, der Körper kommt ein bisschen zur Ruhe, der Geist kommt ein bisschen zur Ruhe. Ich tue Dinge, die mir gut tun. Das sollte man natürlich in den anderen Jahreszeiten auch nicht vernachlässigen. Aber gerade wenn es so ein bisschen kühler wird und dann geht es in Richtung Winter, die Tiere halten Winterschlaf oder viele Tiere und ich sammle dann einfach auch Energie. Ich mache die ganzen Tipps, die ich euch vorher schon gesagt habe. Ich vereine die, damit ich dann im Frühjahr und im Sommer voller Power bin. Was ich auch noch mache, in der kalten Jahreszeit vermehrt Hörbücher hören. Es gibt super tolle Online-Kurse. Dieses Jahr werde ich dafür keine Zeit haben, aber ihr könnt so viel lernen, auch online. Es gibt Sprachkurse, Nähkurse, Videografiekurse, also alles Mögliche. Erkundigt euch da mal, schaut mal nach, okay, wie kann ich denn diese Jahreszeit sinnvoll verbringen. Weil im Sommer sind wir in der Regel auch viel, viel mehr draußen. Man ist viel aktiver, man geht aus, trifft sich mit Freunden und im Winter macht man das zwar auch, aber in der Regel ein bisschen weniger. Das heißt, wir haben mehr Zeit und diese Zeit kann man hervorragend für Persönlichkeitsentwicklung nutzen. Deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Es gibt übrigens, das habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr wird es ein bisschen knapp, aber vielleicht nächstes Jahr. Ich möchte mal so einen Atmungskurs belegen. Es gibt ja Wim Hof, für die, die es kennen. Der hat auch so unterschiedliche Atemtechniken und das möchte ich auch unbedingt lernen. Das ist einer meiner Ziele für nächsten Winter. Online gibt es auf jeden Fall ein riesiges Angebot, aber auch Präsenzkurse. Gibt es mittlerweile auch so viele Dinge, die ihr neu lernen könnt. Deswegen setzt euch gleich einfach mal hin, guckt, wo liegen eure Interessen, was macht euch Spaß. Gibt es vielleicht einen Kurs in eurer Stadt oder wie gerade schon gesagt, vielleicht online. Aber irgendwas, wo ihr wachsen könnt, wo ihr diese Jahreszeit nutzen könnt, um wachsen zu können. Ich habe ja heute etwas später mit dem Film gestartet und ich habe heute auf jeden Fall noch ein Ziel und das ist draußen spazieren zu gehen. Wie gesagt, es ist sehr grau, sehr dunkel, aber ich mache das trotzdem. Weil auch im Winter tut es unserem Körper unfassbar gut. Es kostet schon einiges an Überwindung, wenn es draußen regnet oder sogar Schneeregen ist. Es ist so richtig kühl und ungemütlich. Aber danach merke ich immer wieder, ich schlafe besser und mir geht es einfach insgesamt besser. Deswegen würde ich auch versuchen, in der Winterzeit regelmäßig Zeit draußen zu verbringen. Da könnt ihr zum Beispiel auch schauen, wenn ihr das Gefühl habt, sowieso ein bisschen zu wenig Zeit zu haben, verbindet ihr einfach eure Verabredung mit euren Freundinnen oder mit eurer Familie. Beim Spazierengehen lässt sich auf jeden Fall so einiges einbinden. Deswegen ziehe ich mir jetzt auch meine Schuhe an, meine Jacke und dann geht es mindestens für eine halbe Stunde raus an die Luft. Jetzt kommt noch eine Sache, die baue ich auch wieder regelmäßig im Winter ein, habe ich allerdings auch ein paar Mal schon im Sommer gemacht, und zwar in die Sauna gehen und danach in dieses eiskalte Kältebecken und an diesen Eisbrunnen. Ich gehe dann an diesen Eisbrunnen und gehe einmal komplett über meinen Körper drüber. Weil man denkt vielleicht so im Winter, zusätzlich noch Kälte ist vielleicht nicht ganz so ideal, aber es ist so gut für unser Immunsystem. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie gut das einfach für unseren Körper ist und für unser Wohlbefinden. Und auch für das Thema Anti-Aging kann ich das jedem nur empfehlen. Und vergesst bitte nie, und das gilt generell für das ganze Leben, es kommt immer darauf an, was ihr daraus macht. Ist egal, welche Lebenssituation ihr habt, welche Jahreszeit, wenn ihr versucht, positiv an die Sache reinzugehen, euren Fokus auf das Positive richtet, dann zieht ihr auch automatisch schöne Dinge an, positive Sachen an und das Leben wird viel, 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 viel schöner. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und werde jetzt in die Sauna gehen.